Hallo und herzlich willkommen auf meinem Channel. Mein Name ist Delacon und heute reden wir über Bingo. Ich hoffe, ich habe euch schön verwirrt mit diesem Intro, denn Bingo, das ist ja jetzt nicht unbedingt was Gampler-artiges. Und darauf möchte ich hinaus. Ich habe mich zusammengesetzt mit ein paar wundervollen Mitgliedern der deutschen Gampler-Community und wir haben uns ausgedacht, man verfällt in Muster, man baut immer dasselbe, man benutzt immer dieselben Techniken und um das mal ein bisschen lockerer aufzusprengen, haben wir uns ja eine Art Contest einfallen lassen. Namentlich eine Bingo-Karte. Eine Bingo-Karte, wer es noch nicht kennt, ist eine Karte mit einem Feld in der Mitte. Dort sind verschiedene Challenges, verschiedene Herausforderungen aufgelistet. Wer einige davon erfüllt hat, der kann ein Los bekommen. So funktioniert das im normalen Bingo. Bei uns ist das genau so, beziehungsweise ähnlich so. Wir haben nämlich, und deswegen habe ich hier mein schönes Handy in der Hand, uns einige Dinge einfallen lassen, die vielleicht euch dazu helfen können, mal etwas aus eurem Alltagstrott herauszukommen. Dazu möchte ich erstmal sagen, vielen, vielen Dank an alle, die sich da sehr, sehr viel Mühe gemacht haben. Ihr könnt auf jeden Fall auf unseren allen Instagram-Channels erwarten, dass immer mal wieder dazu was gepostet wird. Wir wollen erstmal regeln, die Gampler-Bingo-Karte, das wird natürlich heute das erste sein. Schaut dazu auf meinen Instagram, auf den von Basti. Ich verlinke ihn unten in der Infobox und dann wollen wir doch mal loslegen und ich kann euch vielleicht das ein oder andere Feld erklären, was wir damit vorhaben und warum wir uns so sehr darauf freuen, dass ihr mitmacht. Wir nehmen uns mal die ersten zwei Spalten und da seht ihr schon, kaufe ein Kit. Das ist relativ einfach. Ich habe mir persönlich für dieses Jahr vorgenommen, eigentlich nur ein einziges Kit zu kaufen. Aber ihr wisst, so wirklich funktionieren tut das nie. Insofern, das ist ja schnell gemacht. Dann nutze Kabelschläuche. Ich sehe nicht sehr oft, dass Kabel an Kits dran gebaut werden, beziehungsweise vielleicht die normalen Kabel, die an einem Kit sind, ausgetauscht werden gegen verrücktere. Ich finde, das macht immer einen großen Effekt. Jetzt hatte ich letztens einen Kollegen, der das zum ersten Mal, beziehungsweise nicht zum ersten Mal, aber der das so sehr exzessiv gemacht hat an Waffen. Fand ich super. Deswegen ist das schon toll. Scribing. Wer sich noch nie an Scribing getraut hat, wäre doch jetzt mal eine Sache. Selber Penlines ziehen. Hört sich sehr, sehr schwierig an. Ist noch viel, viel schwieriger. Aber irgendwann muss man mal gehen, oder? Man kann sich ja nicht ewig irgendwie verstecken. Auch ich muss mal wieder den guten Scriber rausholen und ein paar gute Lines machen. Water Slides. Muss ich nicht viel zu sagen. Habe ich einige Tutorials zu gemacht. Traut euch ran. Die einen oder anderen kommen ja schon gar nicht mehr ohne aus. Insofern Water Slides, die machen jedes Kit einfach schöner, meines Erachtens. Man kann es ein bisschen übertreiben, aber mit der richtigen, mit dem richtigen Händchen, da vertraue ich auf euch, schafft ihr das. So, gucken wir weiter. Base-Gestaltung. Oft, sehr oft, kaufen wir Action-Bases und lassen sie einfach nur grau, schwarz, rot, clear und machen damit absolut gar nichts. Und warum sich so viel Mühe geben für ein Kit, wenn wir dann nichts an der Gampler Base machen? Insofern, nehmt euch doch mal eine Action Base und macht was Tolles damit. Was können wir als nächstes machen? Sticker nutzen. Ne, wir denken ja auch daran, dass wir nicht nur Leute haben wollen, die jetzt, ich sage mal, professionell sind, mit der Airbrush umgehen wie mit einer ihrer eigenen Hand und so oder so immer alles voll customizen und nein, wir wollen wirklich, dass auch die Leute, die, sag ich mal, OOB bauen, die einfach nur so vor sich hin basteln, mal ein bisschen was Neues ausprobieren. Also haben wir natürlich auch Sticker nutzen dabei. Wird für mich zum Beispiel eine neue Sache sein, weil ich überhaupt gar keine Sticker benutze. Als nächstes, nutze LEDs. Auch hierzu habe ich schon ein Video gemacht.
dass das eigentlich ganz, ganz, ganz einfach ist, eine LED in so ein Köpfchen einzubauen. Insofern, macht es doch mal einfach. Ist doch lustig, oder? Baue ein Resin-Kit. Und jetzt, das ist dann natürlich schon ein bisschen heftiger, ja, und dann könnt ihr überlegen, Resin Conversion oder ein ganzes Resin Kit an sich, das ist schon eine dicke Aufgabe. Ein Girl-Kit bauen oder ein SD-Gundam bauen, mal die Airbrush benutzen, alles keine Dinge, die, ja, weltverändernd sind, aber ich finde, so, gerade was wir auch hier haben, noch weiter Truppmonster-Fahrzeuge bemalen, eine Miniatur bemalen. Ich habe jetzt letztens mal ein paar Orks bemalt. Einfach eine super Sache. Man lernt dafür viel für Gunpla. Andersrum, was man bei Gunpla gelernt hat, kann man bei den Miniaturen anwenden, um wieder einen Look zu erzeugen, den vielleicht nicht jeder Miniaturenmaler hat. Und es lockert einfach alles auf. Es lockert halt wirklich auf. Wenn man nur da sitzt, okay, ich baue ein Kit, ich mal ein Kit, ich baue ein Kit, ich mal ein Kit, ich baue ein... Na, das ist, da wird man verrückt. Und deswegen verstehe ich es auch so, wie viele Leute einfach, ich gemerkt habe, auch ein Burnout so ein bisschen entwickeln und sich einfach nur kaputt bauen. Und nein, Abwechslung. Spaß ist das Leben. Spaß ist das Hobby. Wir machen das ja alle aus Spaß. Und deswegen müssen wir da auch keinen Elitismus entwickeln, dass wir sagen, ja, ja, aber nur Gunpla und nichts anderes und alles andere ist blöd. Nein, traut euch einfach mal ran. Ich glaube, ihr könnt sehr, sehr viel Spaß damit haben. Scratch-Builde etwas, auch was Tolles. Scratch-Building bedeutet aus dem Nichts etwas erschaffen. Ihr könnt euch zum Beispiel Plaplate benutzen, hätten wir auch als Bingo-Karte. Und, also als Feld auf der Bingo-Karte. Und dann könntet ihr ja, da ordentlich was abhaken. Baut doch mal aus Plaplate eine Waffe. Ein Arm, eine Kralle. Genug Möglichkeiten gibt es. So, jetzt habe ich einige Sachen gesagt zur Bingo-Karte. Jetzt muss da natürlich auch noch ein gewisser Anreiz für, ja, stattfinden. Also natürlich habe ich direkt von Haus aus gesagt, so, nee, komm, wir machen da jetzt keine Gewinne rein. Ich möchte, dass die Leute das machen, weil sie Spaß daran haben, weil sie was ausprobieren möchten. Und da bleibe ich auch immer noch dabei. Aber ich finde es auch nicht schlecht, den Leuten einen Anreiz zu geben, wirklich aus ihrer Haut herauszukommen. Insofern werde ich und die anderen ja, über den Zeitraum immer mal wieder einen neuen Sponsor ankündigen. Wir versuchen, jede Menge Sponsoren aufzutreiben. Insofern haltet euch fest, bald kommt dann der erste Sponsor, damit ihr auch so ein bisschen gehypt seid, dort mitzumachen. Oh, ich freue mich schon, wie ihr darauf reagiert. Was kann ich noch sagen? 12 Einträge könnt ihr maximal bekommen. Jedes Kit, das ihr baut, können maximal für 2 Felder gut sein. Also wie ich gerade sagte, zum Beispiel, kaufe ein Kit und baue 1:144. Könnt ihr mit demselben Kit 2 Felder mit auslösen. Aber nicht mehr. Und auch da müssen wir sagen, wir haben einige Regeln aufgestellt. Ich denke mal, nichts zu Krankes. Einfach so Sachen wie, es muss von euch selber gebaut sein. Ihr könnt halt nur ein Kit für 2 Felder benutzen und nicht mit einem Kit jedes Feld durchmachen. Sonst wäre es ja viel zu schnell vorbei. Und ja, was haben wir noch für Regeln? Schaut auf unsere Instagram, ich verlinke das Ganze. Dann heute direkt geht das los. Wir haben uns als Startzeitpunkt direkt ausgesucht. Hier, sobald das Video live ist, könnt ihr anfangen, eure Bingo-Karte zu füllen. Wir möchten, dass ihr nicht gestresst seid, weil das ist auch immer so blöd, wenn ihr sagt, okay, jetzt sagen wir 2-3 Monate dafür. Und dann seid ihr zu Hause, oh Gott, ich muss eins kaufen, ich muss eins bauen. Ey. Das ist mir zu viel, da mache ich nicht mit. Kann ich verstehen. Viele von uns haben Privatleben. Auch ich habe gerade jetzt in der Anfangszeit, wo ich hier umgebaut habe und alles, neuen Job, 1000 andere Sachen, die mir im Kopf rumschwirrten. Deswegen geht es bis zum Dezember. Also ihr habt genug Zeit, jede Bingo-Feld auszufüllen. Und selbst wenn ihr nichts gewinnen solltet, glaube ich, habt ihr doch sehr, 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 sehr viel dabei gelernt. Und auch ich werde das versuchen. Also ich werde natürlich nicht bei mir selber teilnehmen, aber wir werden auf jeden Fall einiges versuchen, von dieser Karte mal, ja, wegzumachen. Zum Beispiel mit dem Entry Grade, auf den ich mich sehr freue.
da wollen wir extra Parts dran machen, Seamlines schließen, scriben, ich weiß es gar nicht. Und das zeige ich euch dann alles im Stream insofern und natürlich hier auf YouTube. Insofern schaltet doch ein und schaut mir zu, wie ich male, bastle und vielleicht einige dieser Felder beim Bingo ausfülle in meinen Streams auf Twitch jeden Montag und Mittwoch, so ab 17:30 circa geht's da los. Und hier werdet ihr immer mal wieder Updates dazu haben auf YouTube, jeden Freitag und Dienstag. Mein Gott, dafür, dass es immer dieselben Zeiten sind, überlege ich immer viel. Ja, ich wünsche euch viel, viel Spaß dabei und wünsche euch auch noch eine schöne Woche. Bis dann.